Ricardo Zeudl, gelungene Präsentation, mache Lust auf mehr, wenn es dann so richtig losgeht, Anfang Juli mit dieser Österreich-Rundfahrt, aber es wird eine sehr schwere. Die Wiederbahn sind bald wirklich schön gestaltet, es sind super Etappen, es ist eine sehr schwere Rundfahrt. Und wie gesagt, für mich persönlich, glaube ich, werde ich mir ein, zwei Etappen aussuchen und speziell das Zeitfahren auch, weil die Gesamtwertung ist einfach, wird wahrscheinlich zu schwer werden für mich. Und ich glaube, es sind tolle Etappen dabei, speziell auch für uns Österreich, wo wir sie präsentieren können. Und ja, ich freue mich schon ziemlich drauf. Man hat jetzt wirklich einen Guster bekommen bei den ganzen Bildern und Eindrücken vom letzten Jahr. Und es ist eher schon auf Vorfreude auf den 1. Juli, wenn es in Innsbruck losgeht. Und ich freue mich schon sehr drauf. Fünfte Etappe neu, sechste Etappe neu, das wären eh so zwei Etappen, die im Grunde genommen ja, so vorbereitet für dich wären. Ja, speziell auch die erste in Innsbruck auch und die fünfte. Und das Zeitfahren, glaube ich, wären eine Etappe für mich. Und ich muss mir das mal genau anschauen, wie sie wirklich dann sind, mal abfahren und dann wird mir entschieden, wie man ihn dann fährt. Du bist derzeit die klare Nummer 1 in Österreich. Jetzt ist ein Thomas Rohecker, ein Marco Haller hier bei der Georg Breidler bei der Präsentation gewesen, die bereits in internationalen Teams fahren, haben ähnlichen Status, sagen wir, ein Thomas Rohecker gehabt wie du in den vergangenen Jahren, haben dann den internationalen Einstieg geschafft, toll umgesetzt. Das wäre auch was für die Zukunft. Auf alle Fälle. Also wie gesagt, mein Ziel ist, dass ich wirklich im nächsten Jahr ins Ausland komme. Und natürlich ist die Österreich-Rundfahrt eine perfekte Plattform dazu, dass man sie eben präsentiert. Mit Ergebnissen, mit Fluchtgruppen und natürlich ist das für jeden österreichischen Fahrer einfach das Highlight, weil das ist die einzige Möglichkeit ist, wo man sich wirklich auch wirklich international präsentieren kann. Und ich hoffe, ich werde eine gute Figur machen und vielleicht im nächsten Jahr dann endlich wieder in so einem Team fahren.